Der selbsternannte König entschloss sich, die Ruhe vor dem Sturm zu genießen und angelte ein wenig und philosophierte etwas über die noch bevorstehende Schlacht. Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei City War Nations. Wieder alleine, letzte Folge haben wir ja relativ viel geangelt und haben damit auch die Quest abgeschlossen. Ja, hätte mal lieber der Malle machen sollen, er sagt ja, angeln mag der gerne. Ich nicht so, ich finde Angeln kacke. Und ja, wir gehen rauf und wir gehen jetzt erst einmal runter. Genau, wir gehen jetzt runter. Ich hole mir noch mal kurz meine gute Spitzhacke. Ich glaube, ich sollte mal kurz meine Video-Settings, meine Render-Distance vielleicht auf 7 setzen, damit meine FPS vielleicht auch oben bleiben, weil wenn die Welt sich noch aufbaut, habe ich 60 FPS mit Shader. Sobald die aufgebaut ist, habe ich keine 60 FPS mehr. Was ziemlich kacke ist. So, hier ist noch eine Unbreaking, okay. Das heißt, wir werden auch noch ein paar Levels zusammenbekommen dort unten. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, ich darf nicht sterben. Das klingt witzig und nicht einfach. Ist aber so. Ist aber so. So, was gibt's denn hier noch? Ich könnte Fackeln gebrauchen. Definitiv, Fackeln. Das heißt, ich brauche drüben nochmal die Kohle. Sonst habe ich jetzt hier gerade nichts, was mir irgendwie den Arsch retten könnte. So, dann werden wir uns jetzt mal nochmal die Kohle holen, damit wir ein paar Fackeln verlegen können. Und ja, Cobblestones hochholen für die Burg und eventuell noch ein paar Diamanten für die Stadt. Was natürlich sehr hilfreich sein kann. Haben wir hier noch Spitzhacken? Warum haben wir eine Diamant-Ho? Oder war ich das? Alter. Das kann man doch nicht machen. Ja gut, hier ist jetzt nicht unbedingt wirklich was Gutes bei. Stein. Ja, sehr viel Stein hier drin. Okay, hier ist jetzt auch nicht unbedingt irgendwas Sinnvolles drin. Da wäre noch Papier gewesen. Kohle, genau, Kohle. Ich nehme jetzt mal zwei. Also. Oh, jetzt geht natürlich mein Fernseher aus. Was soll die Scheiße denn immer? Immer beim Aufnehmen. Was könnten wir noch gebrauchen? Was könnten wir noch gebrauchen? Eigentlich nichts, ne? Da haben wir noch 7 Diamanten drin, ne? Das ist optimal. Damit könnte ich mir auf jeden Fall schon mal eine Protection 2 Dia-Hose machen. In der Hoffnung, dass die Hose wirklich Dia hat und nichts anderes. Hier ist ja noch ein bisschen Koppel, aber das wird niemals reichen. So. Ansonsten brauchen wir hier auch nichts. Wir haben 2 Spitzhacken, einmal die mit Glück, einmal mit Effizienz und einmal mit Haltbarkeit. Ich werde jetzt hier, 7 Gold, sehr schön. Das war ja auch meins, glaube ich, ne? Hier ist nochmal 7 Gold, okay, sehr gut. Hier ist nochmal Cobblestone drin. Hier ist noch, okay, guck mal, können wir hier doch das Eisen, was ich nicht mit rübergenommen habe, schmelzen. Habe ich echt nicht mit rübergenommen? Gott, bin ich kacke. Das Gold nehme ich jetzt mal da rein. Denn ich möchte einen OP-Goldapfel haben. Ich gönne mir jetzt einfach mal. 5. 7. 8. Das ist einfach göttlich. Golden Apple. Optimal. Geil. Sorry, wenn ich jetzt das ganze Gold hier weggenommen habe. Ich werde trotzdem jedes Gold noch weiterhin mitnehmen, was ich dort unten finden werde. Aber das musste jetzt sein. Das musste ich mir jetzt einfach mal gönnen. Die Bücher, die lasse ich jetzt auch erst einmal hier. Genau wie mein Questbuch. Ich weiß ja, was zu tun ist. Ich habe hier noch 2 Diamanten drin. Okay, die schmeiße ich dann eventuell auch mal da oben hin.
Knochen brauche ich jetzt ebenfalls nicht. Hui, mir jucken die Augen. Hier habe ich noch ein Dia-Schwert mit Glück und Fortune. Ja. Ja, ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was sinnvoll ist. Alles klar, auf geht's nach unten. Mit der Glücksspitzhacke. Und wir kriegen eventuell noch ein paar Levels zusammen. Das ist super geil. Das hat so viel Positives eigentlich gerade. Ich habe so nebenbei jetzt hier die Aufnahme-Konfi im Blickfeld. Aber ich denke mal wirklich nicht, dass jetzt irgendjemand noch hier aufnehmen kommt. Das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen. Ob ich die Etage noch fertig bekomme, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Cobblestone. Und das ist sehr gut. Hier ist auch noch Redstone und all sowas drin. Hier ist noch ein bisschen random Stuff drin. Hier sind noch Felder. Hier könnte ich mich ausrüsten. Das ist eigentlich optimal. Man kann hier unten hin fliehen, um sich auszurüsten. Das ist gut. Das ist echt gut. Hier ist auch noch was drin. Okay. Oh, wie ich jetzt gerade oben in der Karte sehe, ist hier wirklich schon alles so gut wie abgefarmt worden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir graben uns ein ganzes Weilchen jetzt erstmal in diese Richtung hier. Und hoffen, da auf irgendwas zu stoßen, was diamäßig ist. Ja, Kohle werde ich jetzt nicht mit Glück abbauen, genau wie Eisen. Eisen bringt ja sowieso nichts. Das Glück werden wir wirklich nur verwenden für Diamanten und eventuell, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt Smaragde dafür brauchen. Auf jeden Fall für die Diamanten. Oh, ist es die Glück? Ist es die Glück? Ist die Glück? Alles klar, wir nehmen die Unbreaking, dauert ein bisschen länger. Macht aber nichts. Da oben ist ein Smaragd. Den hole ich mir jetzt einfach mal. Mit der Glücksspitzhacke, einfach mal gucken. Sehr gut, 3 Stück. Funktioniert also super. Das ist sehr gut. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Hier waren wir. Mein Bogen brauche ich hier drin jetzt nicht unbedingt. Das heißt, da werde ich jetzt mal kurz hier. So. Einfach nicht ablenken lassen. Das ist die Unbreaking. Sehr gut. Einfach gerade. Jawohl. Ich grab gerade mit der Glück. Na ja, geil. 5 Diamanten. Oh, awesome shit. Das waren jetzt ein 8er Vorkommen und ich habe 19 fucking Diamanten. Oh, krass. Ja, es bringt was. Es bringt wirklich was. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh. Weiß irgendjemand, ob durch Glück auch mehr XP spawnen? Das wäre echt gut zu wissen mal. Okay, Lavasee. Ich höre einen Slime. Den ich eventuell auch gerne haben würde. Der ist wahrscheinlich da drüben irgendwo. Höchstwahrscheinlich hier drüben irgendwo. Ach, ich bin hier in der Schlucht weiterhin. Dann ist er doch woanders. Okay, graben wir uns einfach weiter. In der Hoffnung, auf nicht so viel von dem ganzen Scheiß da unten zu treffen. Ich komme den Schleim näher. Ich habe das Problem, ich habe nur noch einen Kopfhörer. Ich müsste mir auf jeden Fall für die PvP-Situation noch, mal wieder ein Kopfhörerchen anlegen. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Ich grabe jetzt gerade direkt an der Schlucht vorbei. Einfach mal ein bisschen hier random reingraben. Die Spitzhacke sollte ja ein bisschen aushalten. Was hat die für eine Durability? Naja, 198 ist jetzt nicht unbedingt wirklich gut, ne? 197, okay. Okay. Ja, ich hätte mir vielleicht noch ein paar Spitzhacken machen sollen. Aber gut, ich bin ja jetzt eigentlich nur runtergekommen, um Steine zu holen, dass ich jetzt gleich 19 Diamanten hier rausfische.
Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich will jetzt mal ein bisschen random hier reingraben. Und natürlich Redstone mitnehmen. Für Levels. Einfach nur für die Levels. Was ist das hier hinten? Das sieht aus nach einem Minenschacht. Da würde ich natürlich jetzt auch gerne mal hin. Da können ja auch immer mal Diamanten sein. Ja, tatsächlich. Aber wir waren schon mal in einem Minenschacht. Ist das derselbe Minenschacht? Ich will mich jetzt auch nicht verlaufen, ehrlich gesagt. Wobei so ein Spawner jetzt auch echt gut wäre. Hier geht's wieder hoch in Höhle. Ja doch, da hinten haben wir ausgeleuchtet. Oh, sehr schön. Das gefällt mir, das gefällt mir. Mehr davon. Glück? Glück. Sehr, sehr gut. Awesome. Nur 4? Echt jetzt? Scheiß Map-Aufbau. I like it. Ich grab mich mal hier weiter. Ein bisschen weiter unten wieder. Wie viele haben wir denn jetzt? 24. Das geht echt schnell so. Das ist awesome. Das ist richtig gut. Sorry. Oh. Ich habe ehrlich gesagt auch noch einen trockenen Hals von gestern. Oh. Also ich bin ja immer noch am Sonntag am Aufnehmen, nach Dübbys Geburtstagsfeier. Ei. Wir haben ein bisschen Milch getrunken. Das sag ich jetzt mal. Ich weiß, Abklatsch, Gronk, Pipapo, bla 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 bla. Gut, ich werde mal wieder zurück in meinen Gang gehen. Einfach, ups, so, um mich nicht zu verlaufen. Hopp, hopp. Und grabe jetzt einfach hier in die Richtung weiter. Wobei ich eigentlich wieder zurückgraben, also zurückgehen sollte. Wir haben jetzt 12 Minuten verballert. Okay, wir haben jetzt ein paar Diamanten rausgefischt, was natürlich super geil ist. Also die Anzahl an Dias, die ist awesome. 24 Stück, Alter. Mit 2 Vorkommen. Das ist richtig gut. Oh, ein bisschen Gold. Auch sehr schön. Für die Goldäpfel natürlich. Sehr, sehr wertvoll. Ich habe noch nie, glaube ich, so auf Gold gegeiert. Teilweise. Oh. Und sehr schön. Ey, was haben wir doch für ein Glück für heute hier. So soll es immer sein. So soll es immer sein. Aber nur einer? Ernsthaft? Fick dich. Das war nicht nur ein einzelner. Ah. Merkwürdiges Vorkommen. Oh. Das waren 4 Diamanten. Das war nur einer. Das war. Ui. Ach Leute. Können wir nicht immer so ein Vorkommen kriegen hier? Erstmal jetzt hier noch ein bisschen rumgraben, denn es verstecken sich manchmal auch gerne noch ein paar Diamanten mehr, gerade bei nur so einem 4er Vorkommen. Der erste Vorkommen war ja ein 8er, jetzt haben wir 2 4er noch gefunden. Das ist. Okay, und wieder mal in der Nähe von Lava. So. Ich weiß nicht, ob es so schlau wäre, hier ein bisschen. Ja, hier ist aber auch nichts mehr, ne? Ne, alles klar, das heißt, hier werde ich dann mal zumachen. Damit den hier auch nichts mehr passiert. Aufnahmesession, ich bin noch sicher. Keiner, der mir nachjoinen will. 60 FPS mit Shader, es ist schon echt dunkel hier unten. Also mit dem Shader. Man braucht schon häufig eine Fackel. Man, gut, ich habe mir welche gecraftet. Hier ist auch irgendwie wieder eine Höhle, ne? Okay, graben wir einfach mal dran vorbei.
und graben noch mal ein bisschen weiter. Hier ist Redstone, sehr gut für Levels. Das heißt, ich könnte jetzt auch gleich schon wieder ein paar Bücher verzaubern. Ich weiß nicht, ob Bücher verzaubern vielleicht sogar schlauer wäre, auch auf Level 30 zu verzaubern. Vielleicht kriegt man was Gutes, vielleicht kriegt man aber auch voll den Bullshit. Man weiß es nicht. Komm, ein Dia-Vorkommen noch. Jetzt habe ich Blut geleckt. Aber ich kann mir auf jeden Fall eine gute Dia-Hose leisten jetzt. So, hier ein bisschen Eisen noch mitnehmen. So. Und auf geht's. Komm schon, noch ein Dia-Vorkommen. Mein Gespür sagt mir... Oh, guck mal, da vorne, da kommen wir wieder zurück. Mein Gespür sagt mir, ich sollte gleich mal links abbiegen. Ich mache es jetzt einfach mal. Mal gucken. Ich muss bedenken, dass der Zurückweg auch noch ein kleines bisschen dauert. Und auf jeden Fall können wir die zweite Ebene ausbauen. Oben. Ich mache jetzt meine Spitzhacke noch kaputt in dieser Folge. Das ist ja auch nicht mehr so viel. 39. Ja, sollte eigentlich passen. Ich laufe trotzdem diesen Weg hier zurück, auch wenn ich gleich drüben bei den anderen Wegen bin. Denn hier bin ich mir 100% sicher, wo ich längs muss. Ich bitte jetzt mal die Kohle gekonnt ignorieren. Einfach damit die Durability von der Spitzhacke noch ein bisschen ausreizen kann. Und hoffe, dass ich hier noch echt auf Diamanten stoße. Damit wir uns echt was Ordentliches leisten können, ne? Ich würde mir auch gerne ein Level 30 Schwert verzaubern. Was natürlich noch geiler wäre. Wenn ich da dann Flamme drauf kriege oder so. Und Sharpness 5. Das wäre richtig geil. Es gibt ja auch gewisse Tricks, die man anwenden kann, aber nicht muss. So, hier sind wir bei den nächsten Gängen angekommen. Alles klar, ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen. Was sagt die Durability? Die sagt noch 4. Das heißt, wir graben jetzt nochmal hier. Kurz hinein. Und da ist sie auch Geschichte. Alles klar. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Und bring mal die Diamanten sicher nach heim. Jupp. Kurz mal was futtern. Das hat sich doch gelohnt. Das hat sich super gelohnt. Das heißt, ich kann mich jetzt weiterhin ausrüsten. Zwischen wieder den Slime. So, und dann dürfen wir jetzt auch wieder zu Hause sein. Upp. Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. Die Redstone-Dinger lasse ich mal hier. Knockback. Eisenschwert. Oh, gut. Nee, braucht jetzt nicht unbedingt jeder. Ja, eine Chest brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Gold habe ich jetzt nicht so viel bekommen. Aber ich nehme mir die Cobblestones alle mit. Und eventuell das Holz. Das könnte jetzt auch nochmal ein bisschen nützlich werden. So, Holz. Guck mal, die Schienen brauche ich nicht. Die Erde brauche ich nicht. Und dafür nehme ich dann auch mal Stein und Stein mit. Um die Diamanten auch wirklich sicher nach oben zu transportieren, würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal so. Das Gold, das dann auch nochmal da rein. Haben wir hier noch irgendwas, was nach oben soll? Wir könnten nochmal die Chest mit nach oben nehmen. Einfach nur mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen Erde. Und ja, das war's dann. Dann würde ich sagen, auf geht's nach oben. Silox Minenweg. Warte mal. Ah, genau. Hä? Wurde das zugemacht? Nein. Sehr gut. Auf geht's nach oben. Ah. Das heißt, wir sind jetzt gut ausgerüstet oder können uns gut ausrüsten und die anderen mit. Wir haben ja jetzt 30 Diamanten, 35 Diamanten herausgeholt. Was super geil ist. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Ne? Läuft bei uns. Das ist richtig genial. Gefällt mir. Ist das ein Höhleneingang hier? What the fuck? Okay. Lol. So, dann einmal nach Hause.
Sachen ablegen, beziehungsweise einige Sachen können wir auch behalten. Tränke brauen müssen wir auch auf jeden Fall noch. So. Habe ich noch irgendwas, was zusammengesetzt werden muss? Nope, habe ich nicht. Doch, die Protection. Dingens. So, genau, die Dias. Erstmal so. So, das kommt mal da rein. Das kommt ebenfalls mal da rein. Erze kommt das rein. Und dann nehme ich jetzt mal kurz die Dias in die Hand. Und die Smaragde, ja. Erze, pam pam. Und die Smaragde nochmal da raus. Zack. So, wir haben 44 Diamanten. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall ein Hose. Verzauber diese auf Level 1. Hab schon mal Protection. Das ist sehr gut. Kann daraus jetzt eine Protection 2 Hose machen. Sehr schön. Habe noch jede Menge Bücher und hoffe auf weitere Protection Bücher. Achso, Moment, warte. Holz, Stein, ja gut, dann hau ich mal hier kurz die Cobbles rein. Einfach, damit ich Platz habe. Nein, 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 nein. Mein Schwert bleibt da, wo es ist. Sehr gut. So, Bücher verzaubern. Auf Level 1, und zwar Protection und Effizienz, okay. Level 1, Aqua Affinity. Gut, Level 2, Projektil Protection. Aha. Sharpness 1 ist auch schon mal sehr gut. Ich habe ein Sharpness 3 Schwert. Was vielleicht noch auf Sharpness 4 hoch möchte. Was vielleicht noch auf Sharpness 4 hoch möchte. Protection und Effizienz. Ja, kostet 5 Level. Kostet ebenfalls 5 Level. Ja, es ist total kacke mit den Effizienzkrams. So, Aqua Affinity brauche ich nicht. Projektil brauche ich nicht. Die brauche ich, den brauche ich. Und Sharpness. Haben wir hier noch mehr Sharpness? Nein, leider nicht. Ich brauche 5 Level. Ich brauche 5 Level. Level. Dann hau ich doch hier mal den rein. Und den da rein. Level 5, sehr schön. Hier ist noch Cobblestone, das behalte ich mal. Sonst sind alle leer. Projektil-Protection. Genau, guck mal, die kann ja. Und die hier könnte ich hier bei Werkzeuge mit reinschmeißen. Hose hat Protection 2. Wie teuer wäre das denn? Protection 2 kostet 5 Level nur für Protection 3. Hose hat schon. Achso, die Hose. Kostet ebenfalls nur 5 Level. Ich werde mal meine Eisenhosen trotzdem behalten erstmal. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? So, das kommt mal da rein. Die Diamanten, ich weiß nicht, ich brauche vielleicht noch ein Schwert. Ich crafte mir mal meine Sachen zusammen, die ich mir jetzt noch in den Kopf gesetzt habe. Was ich auf jeden Fall brauchen werde. Upsi, dahin. Ein Dia-Schwert. Und was brauche ich noch? Eigentlich nichts mehr, ne? Ich bin mal so frei und schmeiß sie einfach da rein. Das Dia-Schwert werde ich hier mit reinschmeißen und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt wie ihr seid und tschüss.